Liebe Genossinnen und Genossen, als Bau- und Verkehrsminister hier in NRW kann ich aus vollem Herzen nur sagen, zustimmen lohnt. Alleine für die soziale Stadt, unser Leitprojekt bei der Städtebauförderung, bekommen wir rund 600 Millionen Euro zusätzlich in den Bundesetat. All das, was die FDP kurz und klein gekürzt hat, werden wir jetzt wieder aufstocken und wir können dann sozial bedrängte Stadtteile angemessen fördern, eben nicht nur im Osten, sondern gerade hier bei uns im Westen. Und im Bereich Verkehr fließen mehr als 5 Milliarden Euro zusätzlich. Ihr wisst, dass gerade unsere Brücken sehr marode sind und sanierungsbedürftig sind. Das gilt für unsere Autobahnbrücken, aber auch für unsere Eisenbahnbrücken. Da hilft der Koalitionsvertrag in einer Art und Weise, wie wir es uns selbst noch nicht mal in unserem eigenen Wahlprogramm zugetraut haben. Also an der Stelle Verkehr und Bauen kann man nur sagen, gut gemacht, weitermachen, da müsst ihr helfen, stimmt mit Ja.